werden heute hier ein tolles Spiel erleben. Da ist das Ding. Gutes Dribbling, wenn auch ohne Erfolg. Tempo, Power, Dynamik, das sind seine Tugenden. Und das hat er hier bei diesem schönen Vorstoß durch die Mitte wieder mal unter Beweis gestellt. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Hier ist Carlos Bacca. Poli. Bonaventura. Ferreira Carrasco. Er passt ihn rein. Der zweite Versuch sitzt. Sie haben sich eine Menge vorgenommen, das sieht man, aber in diesen ersten Minuten läuft es vorne noch nicht so richtig rund. Er probiert es mal mit dem Heber. Antonelli. Durch die Abwehr. Das ist Filip Georgievic. Und er ist zur Stelle. Da sucht er seine Vordermänner. Da treibt er den Ball weit vor. Antonelli versucht, die Kugel schnell nach vorn zu hauen. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Höchst interessante Spielzüge da vorne. Das sieht mir ganz nach einer falschen 9 aus. Viele dieser Aktionen, die sind typisch für eine Mannschaft, die auf genau diese Strategie setzt. Und worauf läuft das hinaus? Sie wollen ganz klar den Gegner verwirren. Es lassen sich immer wieder Spieler fallen, um den Ball zu holen, Positionen zu tauschen, spontan durchzustarten. Und so ziehen sie natürlich die Bewacher mit. Dadurch entstehen wiederum Räume, sowohl auf den Flanken als auch im Zentrum. Rode spielt ihn nach links raus. Der Ball kommt in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer. Sie schlagen ihn nach vorn. Guter Flankenwechsel. Nagatomo. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Das Ding kommt flach. Das ist ein Eigentor. Für dieses Tor würden Sie sich vermutlich am liebsten ohrfeigen. Ob Glück oder nicht, drin ist drin. Ab auf die linke Seite. Ferreira Carrasco. Carlos Bacca. Carlos Bacca. Der Torhüter haut ihn weit raus. Raus auf die Flanke. Durch die Abwehr. Jetzt der Schuss. Da haben sie noch mal die Chance. Da ist es passiert. Also wenn die nicht aufpassen, gibt das hier einen richtigen Streifen. Da schaltet er am schnellsten. Ja, da war natürlich auch eine Menge Glück im Spiel. Der Ball fällt ihm genau vor die Füße. Southampton. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Das ist jetzt die Frage. War es das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch noch mal die Wende? Steve Davis spielt ihn nach links raus. Carlos Bacca. Charles Austin. Er schießt. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen.
Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff, nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Carlos Bacca. Er versucht ihn da durchzuspielen. Carlos Bacca. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Latte. Das ist die Chance. Ein letzter gefährlicher Moment für den Torhüter, aber jetzt ist Halbzeit. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt einer in der Kabine sitzt, dem es nicht ganz so gut geht. Aber das darf gleich keine Rolle mehr spielen. Sie müssen versuchen, das wegzustecken. Hälfte 2 ist eröffnet. Jetzt müssen sie natürlich auf den frühen Anschlusstreffer drängen. Anders geht's nicht. Und dann könnte der Gegner vielleicht nervös werden. Paletta. Wieder mal richtig gut verteidigt. Langer Abschlag vom Keeper. Cedric Suarez. Versucht die Gasse zu finden. Hier ist Neymar. Schießt ihn aufs Tor. Großartig von Neymar. Der perfekte Start in diesem zweiten Durchgang. Neymar in Ballbesitz. Und wenn der die Kugel hat, dann herrscht Alarmstufe Rot. Dann macht er mit dem Ball und mit dem Gegner, was er will. So wie hier. Und er macht das Tor. Und damit brauchen sie nur noch eins. Sie wollten die Aufholjagd starten. Sie haben einen ersten wichtigen Schritt getan. Eine gefährliche Situation, aber er war voll auf der Höhe. Holy. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Versucht, die Gasse zu finden. Cedric Suarez. Weit nach draußen gespielt. Starker Pass und nochmal. Er wehrt den Ball ab, aber er hält ihn nicht fest und der eigene Mann kann das Ganze reparieren. Ein Pass auf den Flügel. Zieht den Ball nach hinten. Langer Ball in den freien Raum. Carlos Bacca ist durch und hat nur noch den Schlussmann vor sich. Der ist drin! Ganz starke Leistung und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. Das ist der Alleingang in seiner allerschönsten Ausprägung. Schöner kann man das nicht machen. Das ist wirklich eine moderne Lazarus-Geschichte. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Carlos Bacca. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Sie waren doch in der Überzahl, aber sie haben es nicht geschafft, das auszunutzen. Charles Austin. Schlauer Pass. Southampton.
geht gleich mein lieber Mann vorne mal so richtig drauf. Also das ist mal Gegenpressing vom Allerfeinsten. Der Gegner erobert den Ball und bevor er sich überhaupt nur Gedanken machen kann, was er damit anstellt, bist du schon wieder da. Und wenn du dann den Ball zurückeroberst, dann wird es natürlich richtig gefährlich. Die Frage ist nur, wie lange kannst du dieses Spiel durchziehen? Cedric Suarez. Der kommt weit nach vorn. Auf der Bank tut sich etwas. Ich denke, wir werden gleich den Wechsel sehen. Carlos Bacca, der in dieser Partie auf gar keinen Fall untergetaucht ist. Der Ball kommt zurück an die Strafraumgrenze. Fantastisch von Carlos Bacca. Und praktisch mit dem Schlusspfiff setzt er seine Unterschrift unter dieses Spiel. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Er ist ein wunderbarer Fußballer, das wissen alle. Man kann seine Aktionen nicht verhindern. Und hier hat das wieder mal gezeigt. Genau so haben sie es im Training einstudiert und genau so auch im Spiel umgesetzt. Das ist der viel zitierte Kopfball aus dem Lehrbuch. Er bringt sich in Position und dann macht er alles, aber wirklich alles richtig mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Mann, oh Mann, das ist nichts für schwache Nerven, aber es macht ungemein Spaß. Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier.